Richtfest wurde am Mittwoch am zukünftigen Bürgerzentrum am Hoyerswerder Altstadtmarkt gefeiert. Symbolisch ist dazu am Nachmittag die Richtkrone gesetzt und der letzte Nagel ins Gebälk geschlagen worden. Das historische Haus wird seit gut einem Jahr komplett saniert. Rund 5,2 Millionen Euro kostet der Umbau. Ab Ende 2014 sollen die Kulturfabrik und das NATZ dort einziehen.